Liebe Leute, willkommen zurück zu Elden Ring. Ich habe schon mal so eine halbe, dreiviertel Stunde weitergespielt. Ich habe zwei Level gelevelt. Und was habe ich noch gemacht? Ich habe hier so einen neuen Zauberstab ausgewählt, wie ihr sehen könnt. Den hatte ich tatsächlich schon. Ich habe mir jetzt einfach mal ein bisschen die Zeit genommen und mir das angeschaut. Und wie ihr rechts sehen könnt, direkt über meinem Kopf, nämlich hier ist jetzt der Ritter Oleg, mein Geistgefährte. Und ich habe ihn schon einmal genutzt gegen so einen gigantomanischen Bären. Und da hat er ganz gut ausgeteilt und auch einstecken können, was ja auch nicht ganz unwichtig ist. Und ich dachte mir, wir schauen jetzt mal hier so ein bisschen in der Gegend, was es so gibt. Und wem ich so auf die Mütze hauen kann. Ihm offensichtlich. Oh. Ja, komm, schlag mal. Sehr gut. Ich denke fast, ich habe bessere Chancen, wenn ich ihm so entgegentrete. Ich doch nicht, weiß ich nicht so genau. Wir haben ihn gleich. Oh, sag mal, die sind aber auch hartnäckig hier. Oh, ein Ritterhelm. Wollen wir mal schauen? Ich habe seit von Anbeginn diesen komischen Eierkopf hier. Was haben wir denn hier? Das schützt mich vor Magie. Das ist aber alles schlechter. Das ist schon kein schlechter Helm, den ich hier aufhabe. Oder Maske. Aber jetzt gucken wir mal, was wir hier sonst noch so für Schaden anrichten können. Sehr gut, wir sind bei 15.590. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Ich glaube, es sind inzwischen 25.000, die ich brauche für eine Stufe. Aber das können wir durchaus mal wagen. Da vorne haben wir noch die beiden Riesen, die gerade nicht zu sehen sind. Poppen die jetzt gleich erst auf? Ha, tatsächlich, okay. Gut, dann machen wir es so. Was ist das denn hier? Ich sehe nichts. Geh weg. Trink was. Geh weg. Komm mal her kurz. Sehr gut, ja. Erledigt. Das ist alles. Mehr sind hier. Ah, da ist noch so einer. Komm mal her. Oh, mach doch Rolle. 15.900, die werde ich da nicht liegen lassen. Aber das sollte machbar sein. Ja, manchmal, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber manchmal drücke ich auf Schlagen. Und dann schlägt er zu und dann denke ich, jetzt kann ich nochmal drücken. Und das ist dann das eine Mal zu viel. Oder nach dem zweiten Schlag dann nochmal. Wo ich dann merke, oh, das hätte ich lieber lassen wollen. Weil die Animation kommt dann noch und dann kann er währenddessen nicht ausweichen. Nach jetzt fast 30 Stunden in diesem Run müsste ich es eigentlich langsam gecheckt haben. Aber ist immer noch nicht so. Aber egal, Leute. Sehr gut. Goldene Rune. So, da drüben sind nochmal zwei auf dem gegenüberliegenden Felsen. Ich glaube, das sind die gleichen Typen. Und dann den hier vorne noch. Das hätten wir. Wo sind denn meine Runen?
Ich sehe die tatsächlich nicht. Ach doch, hier vorne. Ah, jetzt sehe ich sie. Ja, gelb auf gelb ist schwierige Farbwahl. Natürlich mit mehr FP jetzt. Boah, das ist auch schwer einzuschätzen, wann er schlägt. Hör doch auf! Sehr gut. Den haben wir. Eieiei. Oh, mit zwei wird es schwierig. Das ist down. Den haben wir. Er ist noch da. Sag mal, sind die nur so zu bekämpfen? Da komme ich ja überhaupt nicht ran. Komm mal runter. Ja, sehr gut. Sehr schön. Super, da drüben fliegt noch einer. Ah, super. Muss ich dafür kein Geld ausgeben? So, da haben wir das Brandenburger Tor und die beiden. Ich weiß nicht, ob die mich hier schon abschießen bzw. sehen. Oh, das sind ja aber ganz schön viele. Was gibt's hier? Wie, da geht's nochmal weiter? Da haben wir ein Siegelgefängnis. Boah, hör doch auf! Weg! Ja, ein bisschen was von Attack on Titan, ne? Das habe ich zwar nie gesehen. Aber mir ist so, als ob da diese Riesen da auch so ein Grinsen haben. Da so ähnlich. Ja, das ist schon lustiger. So. Warte mal, da unten ist eine Höhle. Sehe ich das richtig? Holen wir mal das Pferd. Und, ja, gegen die drei wird es schwierig. Zwei Fliegende. Ach nee, das ist aber auch gar nicht der richtige Weg hier. Wie komme ich denn da runter? Vermutlich von der anderen Seite. Muss nur, wie gesagt, aufpassen, dass die beiden etwas höher gewachsenen da nicht in die Quere kommen. Hey, war aber knapp. Ah gut, da führt der Weg dann zu diesem Siegelgefängnis. Naja, okay. Da muss ich ja jetzt sowieso hin. Denn dann schalte ich das wenigstens frei, dass ich es erkannt habe. Ich würde fast sagen, das ist zu schwer für mich jetzt gerade. Warte mal, wo bin ich denn jetzt? Hier, okay. Ich wollte doch gar nichts, haut ab. Ich wollte nur Ärger machen. So. Kann natürlich sein, dass die jetzt oben liegen bei meinem Glück. Ja, sieht fast so aus, oder? Ich bin hier vorne gestorben. Ach, Mist. Das sind 17.000 oder so, die lasse ich da jetzt sicher nicht liegen. Die haben jetzt höchste Priorität und dann können wir da immer noch rüber. Und dann versuche ich es nochmal bei den zwei Riesen. Ich hoffe nicht irgendwo mittendrin, ne? Ich hoffe wirklich, dass die einfach oben drauf liegen. Ja, sehr gut. 18.160, ja.
Da sage ich nicht nein. Ich könnte die auch schon aufstocken mit goldenen Runen, aber wir probieren sie jetzt mal so. Wichtig ist, dass ich ein bisschen Stärke bekomme. Den neuen Geist habe ich ja jetzt schon. Und ein paar Schmiedesteine werden langsam mal wieder drin. Ich habe bei der Doppelköpfigen in der Tafelrundfeste geschaut, aber sie hat keine Schmiedesteine zu verkaufen. Die hat Speichersteine und so Zeug, aber... Was geht denn hier ab? Was ist das denn? Eieiei. Da haben wir Marikas Pfahl, was ja schon mal eine Einladung ist. Was ist das denn hier? Ah, wie... Unerwartet das Freund. Ja, darauf falle ich nicht mehr rein. Ach, und ich habe noch einen weiteren... naja, ein Boss war das nicht. Also anfänglich war es ein Boss, der hieß Patches. Und mitten im Kampf hat er dann aufgegeben. Das war ganz am Anfang irgendwo in so einem Dungeon. Da bin ich zufällig vorbeigegangen beim Runenfarmen. Und der gibt dann so bei einem Drittel, was er noch übrig hat, gibt er dann auf und sagt irgendwie so, okay, du bist stark und so. Und dann hat man die Wahl, ihm zu sagen, okay, ich vergebe dir oder doch nicht. Weil man da in seine Kiste geht und dann erscheint er erst. Also das ist erst eine Boss-Arena und da ist gar keiner und dann kommt er runter. Aber ich war ja völlig overpowered für die Ecke. Deshalb, also verpasst habt ihr nichts. Das war wirklich sehr unspektakulär. Ich hab nicht den Eindruck, dass ich gegen die mehr austeilen kann. Obwohl, jetzt wo ich es gerade gesagt habe. Der ist down, was gibt der mir? 2300. Aber die kommen leider nicht wieder. Aber das ist eine ganze Menge. So, jetzt haben wir ein bisschen... Oh, der ist ein bisschen hartnäckig, ne? So, jetzt können wir mal ganz in Ruhe schauen, was hier oben eigentlich ist. Das ist wohl der Aufzug. Okay. Das heißt, der unten in diesem Tunnel war, wo ich diese beiden Medaillonhälften brauche, führt hier hin. Inwiefern das ein Aufzug ist, keine Ahnung. Ist das ganze Ding hier ein Aufzug? Oder nur die Platte hier? So richtig macht das für mich keinen Sinn, aber es wird schon passen. Ich brauche ihn ja jetzt auch nicht. Aber wir haben ihn mal gesehen. Dann würde ich sagen, nutzen wir auf jeden Fall die Runen, die ich jetzt habe, stocken die ein bisschen auf mit goldenen. Oder wir holen uns den Ritter da vorne noch. Und dann würde ich mal einen Blick da reinwagen. Einfach nur, wie immer, mal kurz reingucken, schauen, was Phase ist und dann so ein bisschen eine Taktik ausarbeiten, wie viele Level es wohl noch braucht und so. Oh Gott. Oh, wer soll das denn schaffen? Ich muss erst den Reiter nehmen, ne? Das ist sonst... Ganz schön hab ich. Von rechts kommen auch nochmal welche. Oh.
Ja, ja, gib ihm mal ein bisschen was. Oh, oh, von links. Komm mal hier rüber, die sind sehr langsam. Oh, wie viele! Ich hab dich gleich. Steh mal auf. Danke. Alter Schwede, sind das viele. Das ist ja nicht zu fassen. Hau mal ab. Sag mal. Okay, den einen haben wir. Das ist ja schon mal was. Alle so ein bisschen ankratzen hier. Jetzt holen wir uns den, dann den hier drüben. Nein! Ach, der trifft ihn aber nicht. Das ist aber komisch. Ich dachte, jetzt wäre es vorbei gewesen. Lauf doch nicht zurück. Sehr gut. Weg, weg, weg. Oh, da haben wir einen Schmiedestein, aber den Dreier-Schmiedestein. Ich glaube, ich brauche den Einser-Schmiedestein sechsmal oder den Sechser-Schmiedestein einmal. Oh, die sind so fies, die Kleinen, ne? Never-Ending Kampf-Combination. Hör doch auf, ey! So, jetzt sind wir bei 29.000 knapp, das sollte reichen. Da oben ist der Ort der Gnade. Und dann gehen wir mal rein. Schauen uns ein bisschen um. Rechts geht auch noch lang, geht's auch noch lang. Oh Gott, ich sehe schon, wie viele da stehen. Der war krass gemacht, ne? Ist hier noch was? Ja, tatsächlich. Warte mal, ist da ein Magier dahinter? Nee. Was haben wir denn hier? Okay, die bauen da ab. Ich weiß nicht, ob die sehr aggro sind, die Arbeiter. Komm mal her. Ja, es sieht so aus. Oh, sehen die fies aus. Ich dachte, er wirft das. Bäh. Okay. Alles klar.
klar, da oben läuft noch einer. Hier unten haben wir den einen. Was bringen die 295? Alles klar. Sehr gut, hier drüben ist keiner, da links auch nicht. Oh doch, da ist einer. Der ist down. Das war nichts. Okay, man muss bei denen halt voll auf Angriff gehen, ansonsten lässt man sich vielleicht doch zu schnell zurückdrängen. Das geht klar. Der geht klar. Was ist denn da vorne los? Hallo? Für Strom. Was ist das denn da? Ja, cool. Cooler Kampf. Oh, was ist das denn? Okay. Cool. Gut, ich kann aber den neuen Ritter herbeirufen. Das ist ja schon mal was. Jeder Treffer macht einen Unterschied. Ich weiß gar nicht, wo der Pfahl hier war. Ach, da drüben. Ah ja, okay. Komm mal her. Holen wir ihn mal dazu. Der kostet die gesamte FP-Leiste, weil ich genau auf 100, glaube ich, oder 102 oder so gelevelt habe. Warte mal, hat das was mit dem Typen da zu tun? Ist er denn jetzt schon wieder weg? Alter, was ist das denn hier? Wie, was? Trink mal einen Schluck jetzt. Was ist denn hier los? Jetzt haben wir es. Jetzt kommen die da auch noch. Oh Mann, ey. Hopp. Keine Chance. Keine Chance. Muss ich vielleicht erst die Typen beseitigen? Ich habe auch den Eindruck, mein Ritter hat gar nichts geschafft, weil er einfach nicht rankam. Immerhin 7000, ne?
Problematisch waren jetzt eher die beiden hier. Wirf mal. Sehr gut. Du nicht! Oh. Ist der Typ da irgendwie dran beteiligt? Ist der andere ein bisschen schwächer, wenn ich den hier vorher umhaue? Also. So, das ist jetzt der letzte Versuch mit dem Vieh hier und wenn nicht, dann... Ist der Kopf vielleicht sehr viel empfindlicher? Ah, okay. Denn der ist natürlich aus Stein oder Sternenstein oder was auch immer, wie das heißt hier. Völlig übertrieben. Also sein Hinterteil und sein Kopf sind beide gleichermaßen empfindlicher. Man hört es ja auch, ich schlag da... Nee, das mache ich jetzt nicht. Das ist zu viel des Guten. Wir können uns da wiederholen und dann hole ich mir die Runen und dann gehen wir mal zur Treppe. Aber ich kann auch nicht ganz einschätzen, ist der jetzt so ein bisschen so der Maßstab für das, was da kommt? Oder nicht? Wo sind die Runen? Ah, da, sehr gut. Hier geht's durch, das habe ich doch schon gesehen. Lassen wir die mal kurz da und dann schauen wir mal, was hier oben ist. Oder oben steht schon mal einer, zwei. What? Let's go. Oh, das sind Bosse. Oh Gott. Ja, ich schätze, da muss ich erstmal noch woanders hin. Und zwar eine ganze lange Weile erstmal woanders hin. Um da eben irgendwie erstmal stark genug zu werden. Weil das wird nichts, garantiert nicht. Dann am ehesten nochmal vielleicht den Wurm probieren hinten in der Ecke da. Oder jede Menge Runen farmen oder so. Oder so. Aber so habe ich hier gar keine Chance. Er läuft jetzt schon los. Oh nein! Haut ab! Hallo, ich wollte nur kurz meine Runen holen. Ist das okay?
let's go, let's go. Komm, komm, komm. Gas, gib Gas. Hui. Nee. Also, noch nicht meine Ecke hier. Also entweder ist es Zeit für eine neue starke Waffe oder für ein Upgrade der Waffe oder für ein Upgrade von mir selbst. Aber das ist sowieso immer der Fall. Aber das Gebiet hier ist es gerade noch nicht. Ah, die Map kann ich nicht öffnen. Ja, ansonsten ist hier kein Vorankommen. Ich habe natürlich nochmal die Chance. Wir erinnern uns an der Wurmgesicht, oder wie er hieß. Ah, hier, jetzt haben wir es. Große Waldbrücke, das wäre, wenn dann eher hier gewesen. Denn da unten ist ja noch der Erdenbaum, oder wie heißt der? Tja, das habe ich jetzt wirklich, also zum Runenfarmen habe ich die Strecke hier benutzt, nach oben. 20 Mal, glaube ich. Und das hat gut funktioniert. So, dann gehen wir doch nochmal... Warte mal, wo war das? Brrr. Hier, ne? Ja, danke, nein. Schaut mal da drüben. Vielleicht haben die ja eine gute Waffe dabei. Nimm ich hier rüber. Ah, perfekt. Oh Gott. What? Oh oh. Zeig mal her. Ich hätte gern den großen jetzt. Ganz ruhig, ganz ruhig. Psst. Wir sind doch Freunde. Oh. Nein, nicht auf den Kopf. Weg, weg, weg. Na klar, wie oft macht er das?
Was denn, magische Schimmerklinge? Nein. So, ganz ruhig. Jetzt haben wir es. Sehr gut. Ach, das ist der Typ da unten? Okay. So, kommen wir zu denen da. Warte mal, wenn die mich in Ruhe lassen, dann wage ich das mal kurz. Da kommen ja noch mehr. Oh Gott. Ich will wissen, was da hinten drauf ist. Den haben wir. Den auch. Weg, 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 weg. Sehr schön. Noch ein Helm, Bolzen, Schmiedestein, aber den Dreier, okay. So, hier vorne liegt noch was bei ihm. Wo ist denn der Wagen eigentlich? Der ist doch jetzt durch, oder nicht? Oh gut, die lassen ab. Warte mal, komm mal schnell. Ja. Muss ich die beiden Riesen da auch besiegen? Ich weiß das gar nicht mehr. Hallo. Die sind weg. Ne, okay. Ja, schauen wir mal. Gibt mir gar nichts. Na, wer will? Das ist fies. Okay. Ich will mal kurz schauen, wo ich hier bin. Ah, das führt direkt rüber zu dem anderen Dings. Okay. Hier hockt doch einer. Dann haben wir da oben noch einen. Ach ja, das Ding haben wir auch noch. Unglaublich. Stimmt ja. Wie komme ich denn da am besten hin? Da drüben. Das ist so unfassbar riesig, dieses Spiel. Und nicht auf so eine, wir machen die Map einfach groß und dann gibt es drei Punkte, die interessant sind, sondern überall ist irgendwas Interessantes, ja. Oh, 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 oh. Nein! Was ist der nächste? Hier. Steckt noch ein Pfeil in meinem Schild.
Da führt wohl... Ah, die Brücke da, okay. Ja, da bin ich eigentlich immer ganz froh drüber, dass dann neue Wege sich auftun und neue Gebiete, weil es eben häufiger mal vorkommt, dass man... Ich muss erst trinken. Mal weg. Dass man dann eben doch noch zu schwach für eine Ecke ist, wo es storymäßig zwar weitergeht, aber man braucht dann halt irgendwie was, um sich ein bisschen zu stärken. Und dafür sind solche Gebiete meiner Meinung nach gemacht. Damit man da ohne Probleme stärker werden kann. Muss ich nur mal schauen. Ah, da drückt. Ach, das sind Schafe. Okay. Die aushalten. Ja, bis nach vorne kommt jetzt nicht so schnell. Warte mal, kann der sich lösen? Ja. 2240, sehr schön. Dann haben wir gleich wieder Next Level. Oh, 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 der ist flink. Nein! Mist. Weg! Oh! Ohohoho. 22.000 muss ich mir unbedingt wiederholen. Und der nächste Ort der Gnade wird das Windmühlendorf sein, vermute ich mal. Oh Gott. Aber es muss sein. Das muss sein. Dann hoffe ich, dass hinter der Hängebrücke ein weiterer Ort der Gnade ist, damit wir da einen Cut machen können und dann werden wir uns in die Richtung durchkämpfen und schauen, dass wir zum einen das Kartenstück bekommen und dann natürlich ordentlich Runen bekommen, um stärker zu werden. Denn also gegen die beiden Reiter allein ist schon absolute Hölle. Und ich will gar nicht wissen, was dahinter auf mich wartet. Wenn da nur so Ritter und sowas sind, dann wird es verdammt schwer. Denn gegen die habe ich echt so ein bisschen meine Probleme. Weil die halt wirklich... Ach, da ist ja ein Ort der Gnade. Weil die super viel aushalten und aber auch richtig austeilen können. So, immerhin... Ach, das zeigt ja sogar in die Richtung. Okay... Ach, jetzt muss ich an denen vorbei. Ich kann das jetzt nicht riskieren, hier in Kampf verstrickt zu werden. Ich muss vorbeikommen. Hallo, freut mich. Hi. Ja, ich war vorhin schon mal hier. Warte mal, das ist da hinter den großen Felsen. Komm mal her. Wo? Da.
Können wir mal eben schauen, was hier noch so zu finden ist. Da, was ist denn da los? Okay, das ist der... Nee, das ist ja noch nicht, denn der Baum ist da drüben, aber das gehört dazu. Okay, zum Wurmgesicht-Typen. So, dann schauen wir mal, ob wir hier einen Ort der Gnade finden. Blutfett. Das ist der Ort der Gnade, sehr schön. Gelmir. Hui. 22.000, dann würde ich sagen, nutzen wir doch ein bisschen was. Den 3000er. Ich muss mal gucken. ...26.700. Ja. Dann machen wir das eben noch. Ja, am liebsten wäre mir ja ordentlich reinzuhauen. Das Gute bei Stärke ist ja, dass auch die Verteidigungskraft ordentlich geboostet wird, aber... ...Kondition ist halt auch nicht verkehrt. Bei Lebensdings bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob das so super wichtig ist. Also bei denen, die super stark sind, weil ich zu schlecht gerüstet bin oder so, ist es eh meist nur ein, maximal zwei Schläge. Und da müsste ich jetzt schon ordentlich nachboosten, um hier... Ach, weiß ich nicht. Ist schwer. Leute, wir machen hier einen Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit Elden Ring. Bis dahin. Ciao.